Wir sind zurück in Berlin. Zweiter Durchgang des Rückspiels zum Weltpokal 2020. Deutschland führt zur Pause 2:0 gegen Tschechien. Nach dem Hinspiel 2:2 in Prag wäre das die sichere Qualifikation zum Weltpokal, auch wenn es im Hinspiel phasenweise nicht unbedingt danach aussah. Aber heute ist es eindrucksvoll eine gute Antwort auf das Hinspiel, auf zu wenig Offensive in Prag. Hinten Fehler gemacht, das ist heute alles überhaupt nicht mehr zu sehen. Stattdessen schon wieder Serge Gnabry. Und Reus, Kader Žabek, bisschen unsicher und das dicht vom eigenen Tor. Gebre Selassie ersetzt, 3 Minuten nach der Halbzeit. Koppitz, da hat der Trainer kurz gewartet und jetzt den Tausch vorgenommen. Rechte Seite, jetzt mit dem Bremer vor Kader Žabek aus Hoffenheim. Achtung, Havertz! Hattrick, Kai Havertz! So kann man noch mal beginnen, wenn man in der Nationalmannschaft noch nie gespielt hat und überhaupt erst 5 Länderspiele hat. Und das 6. ist dann gleich der 1. Hattrick für das deutsche Team. Eckball abgewehrt, dann nachgesetzt. Von Kimmich, Gnabry, Havertz, eiskalt abgeschlossen, 3:0. Eine Vorentscheidung in Berlin zum Weltpokal 2020. England vorgestern, gestern Abend Portugal, heute Abend wird, Stand jetzt, höchstwahrscheinlich die deutsche Mannschaft nach Kanada folgen. Und morgen dann noch das letzte Spiel, Schottland gegen die Schweiz, das Rückspiel in Basel. Da ist einiges in Gefahr für den Favoriten aus der Schweiz. Die deutsche Mannschaft hat es vorgemacht, wie man da am besten antwortet. Denn das Hinspiel hat das Team von Petkovic in Glasgow verloren. Aber gut, schauen wir jetzt zunächst mal, was die Tschechen machen. Defensive kann es eigentlich nicht mehr geben. Buschbauer zu weit für Gebre Selassie. Reus, wunderschöner Angriff der Deutschen. Wenn es jetzt noch zum Abschluss kommt, dann ist es richtig gut. Werner, der letzte Pass, der war misslungen für Gnabry, der stand bereit. Jakub Jankto, Novak, Kalas und Kader Žabek. Weiter für Gebre Selassie. Schick, erste Chance vielleicht für Tschechien. Nochmal Gebre Selassie. Zu kompliziert gespielt. Trotzdem Kader Žabek. Gebre Selassie, Achtung, Schick, Patrick Schick, da ist der Anschlusstreffer, 1:3 für Tschechien, weil Deutschland schläft. So, da ist es, naja, nicht wirklich geklärt, dann Kader Žabek, Gebre Selassie und Schick. Ja, das ist schwach von Hector, der da wirklich ganz schlecht aussieht. Aber unfassbar. Der steht da umringt von etwa 5-6 Spielern in Weiß und schafft es, erst den Ball vorbeizulegen und dann noch abzuschließen. Also das Tor hätte man vermeiden können. 1:3. Nichts passiert, aber ist jetzt ein kleiner Schönheitsfehler nach einer Stunde hier in Berlin, in der defensiv eigentlich gar nichts passiert war. Müsste der erste Abschluss gewesen sein, der Tschechen, der auch gleich zum Tor geführt hat.
Reus und Havertz will es nicht selber machen, sondern nochmal reinspielen für Reus. Nächste Chance. Ball abgefangen von Goretzka. Tah. Hector lässt Gebre Selassie stehen. Und wieder Havertz. Unglaublich. Steht immer da, wo der Ball hinkommt. Kai Havertz. Diesmal Reus, Hector und fast schon wieder Kai Havertz. Werner mit dem Kopfball, aber nicht drin. Knapp vor der Linie. Aufgesprungen. War nicht drin, hat man klar gesehen. Und Werner hat auch nicht lang versucht zu reklamieren. Huschbauer, aufgepasst auf den Konter der Tschechen. Aber Kimmich. Kallas. Pavlenka. Gnabry. Gut angespielt. Abgefälscht. Reus. Kriegt er den noch? Kriegt er noch? Havertz. Werner. Wenn vorne einer ein bisschen abfällt heute, dann ist es eigentlich Timo Werner, der den Ball auch hier, okay, war schwer, aber trotzdem nicht ganz trifft. War mehr möglich für den Leipziger. Zwei Stürmer aus Leipzig auf dem Platz. Und inzwischen wurde gewechselt. Julian Draxler ersetzt Serge Gnabry bei Delf von Jogi Löw. Gute 20 Minuten noch. Qualifikation ist jetzt das einzige Ziel. So richtig Zweifel kommen nicht mehr auf. Aber es ist eben nur noch ein Vorsprung. Zwei Tore. Denn mit einem 3:3 wäre Tschechien qualifiziert aufgrund der Auswärtstore. Hector. Werner abgeblockt von Suchi. Klasse von Havertz. Auch in den Zweikämpfen heute. Überragend. Werner für Havertz. Und jetzt gibt es Freistoß, glaube ich. Und dazu die erste gelbe Karte. Schauen wir drauf, ob das eine Folge hätte. So, hier das Duell gegen Werner. Jankto war nicht vorbelastet. Suček und Neuer sind die beiden Vorbelasteten. Missverständnis bei Huschbauer und Jankto.
Novak. Jankto, Schick. Nochmal Novak. 2:3 sollte Deutschland vermeiden. Dann wird's nochmal eine richtig enge Angelegenheit. Ziel muss jetzt eigentlich sein, das Ganze hier klar zu Ende zu spielen. Freistoß am Tschechen an Jankto. Ja, Suchivas, der mit Kimmich zusammenprallt. Kimmich zeigt an, was soll ich machen? Läuft in mich hinein. Wechsel bei den Tschechen. Buschbauer raus und Dodgkal rein von Sparta Prag. Süde. Dragster, jeder Pass wird gefeiert. Jetzt gibt's Elfmeter. Schiri bei Kallas und Suček. Ich habe ehrlich gesagt nicht drauf gesehen. Ich habe es am Rande gesehen, aber wir bekommen es jetzt nochmal eingespielt. Werner startet. Ja, okay. Klare Angelegenheit. Elfmeter für die deutsche Mannschaft. Hinspieler Tschechien vergeben. Jetzt Kroos gegen Pavlenka. Und Pavlenka hält auch den Elfmeter. Kroos vergibt. Für ihn ist es ein klasse Abend. Jiří Pavlenka hält jetzt auch einen Elfer gegen Toni Kroos. Entscheidung verpasst. Und auch das ist kurios. Der dritte Elfmeter in dieser Qualifikation. Alle drei wurden verschossen. Ghana gegen Nigeria letzte Woche. Buschbauer gegen Neuer. Und jetzt Kroos gegen Pavlenka. Nächste Ecke. 4,5 Minuten noch. Brandt eben reingewechselt. Und Werner auf der Linie von Novak abgewehrt. So, und den lässt Tschechien einmal ins Ausgehen. Wir bekommen, dachte ich jedenfalls, nochmal die Szene von Werner. Aber das war schon zu dem Zeitpunkt gelaufen. Friedek ersetzt bei den Tschechen Novak. Mittelfeldspieler auch von Sparta Prag, wie Dodgkal. Gebre Selassie. Schick. Kommt nicht ran. Brandt. Ballverlust. Nochmal Tschechien. Gebre Selassie. Wäre jetzt der Zeitpunkt, wo die Tschechen es nochmal richtig spannend machen könnten. Kader Žabek. Boah, Fallrückzieher von Brandt. 4 Minuten Nachspielzeit. 4 Minuten bis zum Weltpokal 2020. Vermutlich wird es reichen, vor allem mit solchen Ballgewinnen. Und Werner, der jetzt Zeit hat. Brandt, faul, geht aber weiter. Jetzt gibt es den Pfiff für das deutsche Team. Und nochmal ein Gespräch zwischen dem Unparteiischen und Pavel Kader Žabek. Keine Diskussion, Foul ist klar. Freistoß für Toni Kroos. 1,5 Minuten der Nachspielzeit sind um.
Kimmich. So, bereit machen für den großen Jubel. Aber Brandt nochmal. Was für ein Abschluss von Julian Brandt. Und jetzt gilt es, bereit machen. Weltpokal 2020, die vierte Auflage. Die deutsche Mannschaft wird dabei sein. Es ist nicht zur Überraschung des Außenseiters gekommen. Die Tschechen haben im Hinspiel mithalten können. Heute war einer zu stark. Kai Havertz, Spiel ist aus. Deutschland ist dabei beim Weltpokal 2020 durch einen Hattrick von Kai Havertz. 3:1, zwischenzeitlich Schick mit dem Anschluss. Aber danach kam unterm Strich zu wenig. Der Mann des Spiels, keine Diskussion, im Bild durchgespielt. Und die ersten 3 Tore gemacht für die Nationalmannschaft. Kai Havertz schießt das deutsche Team Richtung Kanada. Damit nach England und Portugal der 3. europäische Teilnehmer bestimmt. Am Ende waren es bislang 3 Favoritensiege. England Finalist von 2015, Portugal Finalist dieses Jahres und die deutsche Mannschaft der Weltpokalmeister, der erste, hatte sich jetzt also qualifiziert, nachdem Ghana bereits gescheitert ist, Brasilien ja erst in einigen Wochen in der Südamerika-Qualifikation. Freuen wir uns drauf, wird ein tolles Turnier, einige interessante Mannschaften, die schon jetzt dabei sind, 2 Neulinge mit Tunesien und dem Iran. Schauen wir mal, was da am Ende in der Auslosung passiert. Dafür müssen erstmal die Teilnehmer feststehen. Dann wird wahrscheinlich im Frühjahr gelost. Und dann wissen wir, wo und gegen wen es für die deutsche Mannschaft geht bei einem Weltpokal. Vielleicht ja mal wieder Richtung Medaillenplätze spielen zu können. Das ist das große Ziel des Bundestrainers. Bis dahin, tschüss, morgen Abend. Das letzte Rückspiel aus Europa, aus diesem ersten Block. Die Schweiz gegen Schottland in Basel. Bis dann.